Ja, willkommen zurück bei Grey's Anatomy auf Dream Team Bit. Wir machen direkt weiter und schauen mal, was für Geheimnisse und Intrigen und Lügen und was wir nicht noch hier alles aufdecken. Wir sind bei mit den Augen des Patienten mit Grinse Meredith Grey. Geht's denn hier weiter? Achso, erste Episode, erster Akt Seattle Grays. Memorial Hospital, hast du nicht gesehen. So, bei Szene 3 waren wir. Ich habe heute sehr viel zu tun. Ist das Lexi? Soll das Lexi sein? Ja. Oh, that was great. Oha! Ich darf Lexi nicht im Dunkeln lassen. Round 2 at lunch? Sie hat die Originalstimme. Also von Lexi ist auf jeden Fall die Originalstimme. Wie soll ich Lexi abweisen? Entschuldigung. Achso, warte mal, was war Entschuldigung? Das hier, ne? Achso, ehrlich sein. Okay, dann sind wir halt ehrlich. I'm not your boyfriend. I know. Sammle Kälte, vermeide Liebe. Okay. Ey! How much longer do you think this will go on? Also Alex hat auf jeden Fall nicht die Originalstimme. Aber Lexi hat sie. Zerreiße das Bild. Lol, was ein Scheiß. Es sind aber auch Kindergartenaufgaben. Look, Lex, I like you. A lot. I do. But you know I'm not a relationship guy, right? Okay. Warum hat sie nicht Max Stevie geheiratet? Being open to the truth. Oh Mann. Das ist so schade, dass sie gestorben ist und Mark Sloan auch. Die beiden wären das Traumpaar gewesen neben Meredith und Derek. Ja. Wie gesagt, Spoiler-Alarm. Wer die neunte Staffel noch nicht gesehen hat. Oh, Izzy, ich hasse Izzy. You better have an excuse that doesn't involve Hanky Panky. Ja, die Fresse, Izzy, ich hasse dich. Oh, George. George liegt auch noch. Ich muss wissen, was mit George los ist. Du musst gar nichts wissen. Du kannst dich verpissen. Spiel den Rhythmus. Was ein Scheiß. Ich hasse Izzy, einfach nur weil die abgehauen ist. Do you have a thing for Lexi Grey? Auch nicht Originalstimme. Oh, that's a really good idea, George. Go after Alex's sort of girlfriend so he can sort of kick your ass. Then I'll have to sort of kick his ass for sort of kicking your ass. Not that I mind kicking ass, I mean. Stevens! Can you tell me what's wrong with this patient? Oh, sure thing, Dr. Bailey. Bailey's cool, hat aber auch nicht ihre Originalstimme. Die Oma kenne ich nicht. Oh, Operation. Ja, ich habe eine Abneigung gegen Izzy Stevens, weil die verreckt fast. Also es stand ja echt, wann war das? Ende Staffel 5? Ende Staffel 5 stand es ja echt auf der Schneide, wer stirbt und wer nicht. Es war ein riesiger Cliffhanger. Ich habe geheult in diesem Staffelfinale ohne Ende. Und dann sehe ich am Anfang von Staffel 6, wie George stirbt und Izzy überlebt. Sie hat Alex geheiratet und alles Mögliche. Und dann haut sie einfach ab, weißt du. Und deswegen hasse ich sie. Ja. Einprägen, Reihenfolge spielt keine Rolle. Ein Blitz, ein Herz und ein Gehen. Oder ein Husten. Blitz, Herz, Gehen. Kein Notfall, hör dann. Irina Gregerman, 75, admitted last night complaining of chest pain. Preliminary exam showed condition was non-emergent. Scheduled angiogram with Dr. Hahn will determine course of further treatment.
I told the doctor last night that I have to be out by my granddaughter's bat mitzvah. It's in 2 days. If the angiogram shows the arteries leading to your heart are clear, we can send you home today. Assuming all of my residents are on top of their game. Being open with your feelings. Yeah. Wie war das nochmal? Lexi war zuerst richtig, richtig in George verliebt, aber ich glaube, andersrum war das gar nicht, ne? Weiß ich nicht mehr. Bailey. Oh, Bailey's Mann. Miranda? Can I talk to you? Der hat original Stimme, auf jeden Fall. Die Bilder sehen immer, ich muss diese Ärzte loswerden. Sammle Zorn, vermeide Ruhe. Und die Bilder sehen immer richtig original aus, diese komischen Strichmännchenzeichnungen da. Oh, das geht aber fix. Na lol, das Spiel ist so. Go away. Und da sind sie alle noch Residents. I've got a meeting today. Is there any possibility you could take them? Tuck, honey. I'm a little busy here. Isn't there someone else? Das sieht aus wie ein Affe. Your mother can't look after him today? She's out running errands. Look, I'm asking for your help with this. I can deal with the fact that sometimes I don't see you for 3 days straight. And I can deal with the fact that when I do see you, you're too tired to even have a conversation. But I can't deal with him growing up without a mother. I need you to make an effort. Ja, die trennen sich ja hinterher und Tucker lebt bei seinem Vater. Schiebe die Hindernisse weg. Schiebt man die so weg? Oder wie? Ich weiß nicht, wie man die wegschiebt. Ah. Jetzt habe ich es gerafft. Mit dem Affenbaby. Das sieht echt aus wie ein Affe. Sorry, aber das sieht aus wie ein Affe. Okay. Das sieht auch aus wie ein Affe. Thank you. It's a good thing there's no one here who needs us to save their lives. Go! And most importantly, sir, being a good surgeon is about being open to the unexpected. Crash cart! Oh, ich dachte, ich muss jetzt hier noch Wiederbelebungsszenen ohne Ende machen und. Aber wir kriegen aber auch immer eine saugeile Bewertung. Das sind die besten. Zweiter Akt, nice. Oh, easy. Hey, hey! Will everyone just calm down? I'm gonna be fine, trust me. He's dehydrated. Stevens, help O'Malley start a central line. Jawohl, ich stich ihm die Augen aus. Oh yeah. Yeah, get that yoked. Yeah. Ich muss dazu sagen, ich war ja im Krankenhaus und hab die Galle rausbekommen, wie viele Zentralkatheter ich hatte. Im linken Arm ein, dann nochmal einen im linken, dann im rechten Arm. Natürlich so wie hier jetzt in der Ellbogen, dass man den Arm auch nicht mehr richtig knicken kann. Dann oben in der Handfläche, links in der Handfläche. Weil ewig ist irgendwas gewesen. Die Schwester legt mir da eine Infusion. Auf einmal läuft die ganze Infusion mitsamt dem Blut aus. Mein ganzes Bett war voll. In der rechten Handfläche ist mir die Infusion in die Hand gelaufen. Meine ganze Hand war angeschwollen. Oh Gott, ey, das war so schlimm. Ganz stillhalten und klicken. Und das ohne Blut. Oh fuck. Ich habe die Maus zu früh bewegt. Haben wir. Kann ich.
I don't know why you're bothering with all this. I'm not going to die until August 16th, 2069 at 11:06 p.m. Give or take an hour. What? Are you psychic? I'm an actuary. I assess risk. Mostly for health insurance companies, but sometimes for folks in the private sector. It's my job to know when people are going to die. You, for instance, what are you, about 28? Lol, was ist hier los? Maybe? Let's see, a surgeon in a major city hospital. I give you about 26 and a half more years to live. Consider eating more organic foods. We'd better check for a tear in the esophagus. Does he work here? Ich sollte Bailey Hilfe anbieten. Beleuchte das Ziel, indem du Lichtstrahl neu ausrichtest. Mhm. Aha. Oh my god, Betty! Do you want me to take him, Dr. Bailey? Thank you, Dr. Stevens, but I can handle my own child. Ah, easy, sei mutig, du Olle. Dumme Kuh. Boah, das ist so ätzend. I think you might want to take a closer look at the patient. Fine. Oh, and Stevens? Yeah? You better change his diaper. O'Malley, schedule an endoscopy. Let's see what's ripping apart this guy's throat. Well, you guys just relax. I'm telling you, I'm gonna be okay for a really long time. Yang sagt gar nichts dazu. Ja, sind immer noch Chefchirurgen, die besten sind. Was ist das eigentlich für ein Kerl, das spielt? Dann steht da auch Chefchirurgen. Noch kein Kerl spielt das. Oh, Dr. Hahn, die ist ja auch noch Should da. Have guessed you'd turn up, Yang. What? Been combing the board again for my name? Ja, Dr. Hahn mochte ich irgendwie nicht so. Auch als sie mit Kelly zusammen war, mochte ich sie nicht. Bin dann froh, dass sie dann gegangen ist. Nachdem sie das mit Danny und mit Stevens erfahren hat. Ich mag Christina Yang. Es ist schade, dass sie am Ende der 10. Staffel aufhört. Also Sandra Oh, die Schauspielerin. No, I've been busy receiving not so glowing reviews. You gonna help me, or you gonna stand there and pout? Oh mein Gott, wir dürfen wieder operieren. So. Fluoroskopie. Weiß ich auch nicht, was das ist. Wie gesagt, ich kann, nach dem Spiel hier brauche ich kein Medizinstudium mehr. Ich mache einfach alles so. Ich bin dann Doktor. Anomalien einkreisen. Mhm. Sind die jetzt rausgeschnitten? Katheter langsam einführen. Ach ja. Wenn ich das so schnell mache, dann kriegt das bestimmt. Oh, achso, ich kann sagen, wie weit bin ich dabei. Excuse me, Dr. Hahn. Yes, Dr. Yang.
Ich brauche eine direkte Antwort. Tada! I was just wondering why you gave me a bad review. Look, you don't like me, I get it, but messing with my career, that's just cheap. You know, Yang, you're right. I don't like you. But I know a good cardio surgeon when I see one. I recommended you for the fellowship. Wait, you didn't write the bad review? No, but you're making me wish I had. Ja, jetzt würde ich mich entschuldigen. Gut, Stempel. Meredith. Need a hand? Can I have both? I moved a tumor from Mr. Henderson's frontal lobe last night. How do we proceed? General post-op now. Full neurological exam within 24 hours if possible. Perfect. Ready, Augenbus. Untersuchung nach Tumorentfernung. Mr. Henderson. Sehvermögen prüfen. Okay. Oh, das sieht unheimlich aus. Wie sich das Auge so bewegt. Ich hab Angst. Boah, sexy. Neuen Verband auflegen. Tada, so schnell geht das. Einfach so eine Müllbinde auf den Kopf geschmissen und fertig. What's with her? She's stressed out about the fellowship. I don't know why. Those fellowships are made for doctors like her. Christine is a good surgeon, but this fellowship is pretty intense. It'd be better for her to wait a couple years until she's ready. Ich muss Christina verteidigen. Ich muss den Zettel auspacken. Tudu. You can't be more ready than Christina. Trust me on this one. A few more years, and I'm sure I'll be able to give her a glowing recommendation. And your recommendation this time was? Honest. Er hat die scheiß Bewertung geschrieben. Ja, haut sie ihn jetzt in eine Pfanne bei ihrer besten Freundin, oder? Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht hier. Alex. I want off Sloan's orbital reconstruction. He'll make me irrigate the whole time. I want to use a scalpel. Fine, use a scalpel on him. Was ist das für Plato? Ja, wir nehmen das an. Obwohl der eigentlich... Alex ist so einer, der immer rummeckert. Also meckert er rum. A pit patient? How would you like only pit patients for the rest of the month? Hi, was geht? Ich bin Dr. Karev. Was hast du gemacht? Hast du zu viel gewichst, ja? Okay. Husten, Blitz, Arm in Arsch und Halsschmerzen. Husten. Arm in Arsch, Blitz, Hals in Arsch. Tada! Oh mein Gott, er hat einen Glassplitter in seinem Arm. Dude, there's glass in your finger. Big pieces. Wife, lock me out. Kitchen window had to go. You sure about surgery? It's so subtle. It'll be a piece of cake. Besides, oh my God. That's my face. Should be perfect. Max Sloan, der lebt auch noch. Excuse me. I want back on Sloan's case. What happened to being afraid Dr. Sloan wasn't going to let you use a scalpel? Nothing. Then why do you want the case back? Yeah. Ich muss Evas Fall bekommen. Oh, Eva habe ich auch gehasst, ja, kloppte. Das ist eigentlich schon als Kinderspiel, ey.
Ava. I mean, Rebecca. She was my patient. I have her entire case history memorized. You're saying it's about the learning experience, not the girl? Well, honestly, it's both, but that doesn't mean I'm not the most qualified person to be on her case. Karev, you screw this up, and I swear. Thank you, Dr. Bailey. Hey, finish with Mr. Strand first. Ja, der guckt aber auch sexy. Na komm, holen wir die Glassplitter raus. Muss er nicht seinen Ring abnehmen dafür? Wir reiten so Runde noch. Und zack, wird das Ganze zugenäht. Soll ich noch ein Pflaster drauf? Egal, braucht er nicht. There. But my wedding ring's bothering me bad with this swelling. Lauf zu holen. Abnahme des Rings. Tja, jetzt ist er im Arsch. What? I'm in a hurry. Oh, scrubbing in on something good? I can't talk now. See you at lunch. Schrubbst du dir etwas Gutes ein? Scrubbing in heißt, wie übersetze ich das, für eine OP fertig machen? Oh mein Gott. Ich mag das, wenn es schlechte Sachen so übersetzt sind. Wenn die Sachen so schlecht übersetzt sind. So. Für heute machen wir einen Cut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode Grey's Anatomy wieder dabei seid. Tschüss.